Ich zeige dir in diesem Video, wie man Bruchteile eines Ganzen bestimmt. Wir haben hier ein Quadrat und ich möchte von diesem Quadrat 2/3 des Quadrats mit Orange einfärben. Wie gehe ich da vor? Ich unterteile dieses Quadrat in 3 gleich große Teile. So, das ist also je 1/3 des Quadrates. 2/3 wären also 2 solcher Balken. Das sind jetzt 2/3 des ganzen Quadrats. Ich habe das gleiche Quadrat wieder und jetzt muss ich 4 Neuntel darstellen. Also unterteile ich das ganze Quadrat in 9 gleiche Teile. In diesem Fall sind es hier die gleichen Linien, die ich mache wie beim oberen Quadrat. Und das Ganze mache ich auch noch senkrecht. Jetzt habe ich das Quadrat in 9 gleiche Teile unterteilt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gleiche Teile. Und ich färbe 4 dieser 9 gleichen Teile ein, dann habe ich 4 Neuntel. Da habe ich natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme die ersten 3 und noch 1 dazu. Das sind 4 Neuntel dieses großen Quadrats. Bei anderen Zahlen oder Geldbeträgen gehen wir eigentlich genau gleich vor. 20 Franken muss ich 3/4 davon bestimmen. Was mache ich? Ich teile die 20 Franken in 4 gleiche Teile. 20 durch 4 gibt 5. So, jetzt weiß ich also, einer dieser Teile ist 5 Franken. Und ich habe 3/4, 3 dieser Teile, also sind es 3 mal 5 Franken, sind 15 Franken. 3/4 von 20 Franken sind also 15 Franken.